Neben den großen Star Wars Ankündigungen am ersten Tag der Star Wars Celebration gab es dann die folgenden Tage noch ein paar mehr Reveals und Ankündigungen. The Bad Batch kehrt nächstes Jahr für eine dritte und insgesamt letzte Staffel zurück. Hier wurde auch direkt exklusiv für die Fans vor Ort bereits ein erster Trailer gezeigt. Für alle anderen wurde dann aber auch noch ein Trailer zu Star Wars Visions Volume 2 veröffentlicht, welche schon nächsten Monat am 4. Mai erscheinen soll mit insgesamt 9 Anime-Kurzfilmen. Außerdem wurde dann auch zu der Kinderserie Young Jedi Avengers ein erster Trailer gezeigt. Die Serie erscheint ebenfalls am 4. Mai. Und dann gab es dazu auch noch ein paar mehr Infos bezüglich anderer Projekte. So gibt es zum Beispiel derzeit keine Pläne für eine zweite Staffel Kenobi, wobei damit glaube ich sowieso keiner wirklich mit gerechnet hat. Und der derzeit eingestellte Film Rogue Squadron, der ja ursprünglich sogar Ende diesen Jahres erscheinen sollte, ist immer noch nicht ganz weg vom Plan und kann immer noch als Film oder auch als Serie passieren. Und damit war es, was so die Reveals und Ankündigungen angeht, eigentlich eine sehr erfolgreiche Star Wars Celebration, auch wenn eigentlich komplett die Games gefehlt haben.